Leben wir in Zeiten des Wandels, in Zeiten der Transformation? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? Ist das eine aufregende Zeit, eine Zeit voller Krisen? Können wir uns freuen? Sollen wir Angst haben? Darüber spreche ich mit dem wunderbaren Robert Beetz. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Gerne. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen. Und das ist ein Thema, das mir irgendwie auch am Herzen liegt. Das ist ein Thema, das in der spirituellen Szene gang und gäbe ist. Und das möchte ich mir gerne mal ein bisschen genauer ansehen, um vielleicht auch falsche Vorstellungen da loszulassen und wirklich festzustellen, was sind diese Zeiten des Wandels? Ja, vielschichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ob wir das in der Kürze der Zeit so reinkriegen. Aber ich denke, wir greifen ein paar wichtige Aspekte heraus. Jedenfalls würde ich das gerne. Es ist von allen Weisen aller Völker seit vielen Jahrhunderten und zum Teil der Jahrtausenden angekündigt worden, dass in dieser Zeit etwas Unglaubliches geschieht, ein Quantensprung geschieht, eine Zeitenwende stattfindet, in der und nach der das, was vorher war, nicht mehr so ist wie vorher. Heißt, dass das alte Verhalten des Menschen, das Ausgrenzende, sich selbst Verurteilende, Kleinmachende, letztlich das Ära des Vergessens, wer er wirklich ist, definitiv zu Ende geht. Heißt, in dieser Zeit, in diesen Jahren und nicht vielen Jahrhunderten, wird der Mensch, werden wir wieder an unsere Urnatur erinnert, was wir von unserer ersten Natur her sind. Aha. Und das ist Licht und Liebe. Heißt, wir sind von Haus aus, auch wenn das viele noch für verrückt halten, durch und durch göttliche Wesen, aus dem Geiste gekommen, in einen Körper. Und das, was wir hier im Körper erleben als Mensch, ist nur ein winziger Bruchteil unserer wahren Existenz. Wir machen hier ein paar Reisen, ob das ein paar hundert oder ein paar tausend Leben sind, die alle für den Kopf schwer verständlich, gleichzeitig, simultan stattfinden. Und es gibt keine Vergangene und keine Zukunft. Es braucht der Kopf dazu Zeit, um zu verdauen. Allerdings. Und damit, mit dieser Wiedererinnerung des Menschen, wer ist die Kraft? Wer ist die Kraft, die uns wiedererinnert? Das ist die Kraft, aus der wir geboren sind. Die Kraft der Höherschwingung hier auf Mutter Erde ist letztlich die Kraft unserer Hausnaturkraft, heißt Liebe. Die Liebe mischt jetzt auf, heißt, diese Energie schießt durch alle Energiesysteme und es gibt nur Energiesysteme. Unser Körper, eine Partnerschaft, eine Familie, ist ein größeres Energiesystem, eine Firma, eine Abteilung, eine Gesellschaft, ein Land. Die gesamte Erde, die gesamte Menschheit ist ein großes Energiesystem, in dem alle Energien mit allen verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Das wissen wir seit einiger Zeit, dem öffnen sich auch immer mehr Menschen. Und diese Höherschwingung bewirkt jetzt, dass all das, was nicht in der hohen Schwingung der Liebe, sondern in der Verurteilung ist, in der Unliebe, konkret der Energie der Angst entspricht, dass das jetzt erstens massiv spürbar wird und nicht mehr lebbar ist. Auf Deutsch die alten Schuhe, die Muster, die ich beschrieben habe, des alten ausgrenzenden und verurteilenden Denkens und Verhaltens, sind demnächst nicht mehr lebbar und zeigen jetzt schon eine Menge an Krisensymptomen bis Burnout, Schmerzen, Krankheiten und auch Zerfall von Gemeinschaften, wie wir das im Nahen Osten schon bei einigen Ländern sehen. Es gibt erste Länder, das konnte man sich vorher gar nicht vorstellen, dass die einfach nicht mehr funktionieren. Und das werden wir mehr sehen. Das heißt, dort, wo die Liebe nicht gelebt wird, werden die Dinge auseinanderfallen. Ob das Partnerschaft oder Firmen sind, das sei dahingestellt. Das ist natürlich aus der Sicht eines Menschen, der dieses Bewusstsein nicht hat. Er sieht ja oft einfach erstmal nur das Chaos und den Terror und die Ängste, die damit zu tun haben. Die Unruhen und die Unzufriedenheit und der Ärger. Absolut, und der Wut, all und das kommt einfach alles hoch. Ja? Genau. Das ist sozusagen ja immer schon da gewesen. Man spricht ja auch von einem kollektiven Bewusstsein. Richtig. Viele sprechen davon, dass sogar die Deutschen immer noch nicht wirklich diese Dramen verarbeitet haben, die in früheren Zeiten mal geschehen sind. Und das betrifft nicht nur die Deutschen. Wir Deutschen sind da schon ganz gut dabei, was die Aufarbeitung unserer Vergangenheit angeht. Das mag sein. Ja, ja, sehr. Ja. Diese Bewusstmachung ist schon sehr intensiv in Deutschland, das stimmt. Ja. Das heißt genau, die Unruhe, die kommen hoch, weil das, was sich verändern will und wird, muss sich erstmal in der Gänze zeigen. Darum haben wir einen Donald Trump, darum haben wir das bis zu ein Chaos. Ja? Also er verändert schon mal was. Diese Veränderung ist ja zunächst einmal wertfrei gesehen. Er zeigt etwas, ein Verhalten, was viele Normalbürger eben auch zeigen würden. Etwas zu behaupten, was nicht der Wahrheit entspricht, damit noch durchzukommen. Dasselbe bei Erdogan, bei anderen. Ja, aber ich und sein Ego einfach durchzusetzen, egal was ist, einfach so hier. Es ist eine
sag mal, eine Art des Verhaltens, das wir jetzt seit Jahrhunderten haben, das noch nie so offensichtlich war. Also, so drastisch kann man das doch nicht machen. Das stimmt. Ja? Und es ist noch da. Und bevor sich das verändert, muss es sich an der Oberfläche zeigen. Und das tut es nicht nur in der Politik, sondern bei jedem einzelnen Menschen. Das heißt, das bisher Ungeklärte, das, was nicht im Frieden ist, was nicht im Fluss der Energien ist, zeigt sich jetzt an den Oberflächen, an Körper, Psyche, Partnerschaft, Firma, auf allen Ebenen dieser Gesellschaft. Ah, ja. Und das Bedürfnis, daraus hinauszuwachsen, ist bei vielen Menschen heute scheinbar gegeben. Sie machen ja auch eine Transformationstherapie, wo sie wirklich diesen Menschen helfen. Und viele wollen auch aus dem Ärger in die Freiheit. Es wird von Ihnen bald ein neues Buch erscheinen. Jetzt reicht's mir aber, so heißt es. Das drückt so ein bisschen aus. Ich will das auch nicht mehr, das Alte. Aber wie komme ich durch? Was hilft mir dabei? Wir haben in einem vorigen Gespräch schon ein bisschen darauf Rücksicht genommen, uns das angesehen. Yeah. Wollen wir das mal vertiefen? Ja, was jetzt hochgeholt wird durch unsere Mitmenschen, ich nenne sie unsere Knöpfedrücker oder im Buch nenne ich sie auch unsere Arschengel, weil der Kopf sagt, das ist ein Arsch und ich sage, das Herz sagt, no, das ist letztlich ein Engel, der für dich da ist, auch wenn es schmerzhaft ist. Er löst etwas aus durch sein Verhalten, was schon lange in mir war, nämlich die Kleinheit, die Ohnmacht, die Wut oder den Ärger. Ich behaupte, das Gefühl, was mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, mein Chef, den ich nicht mag oder der mich nicht anerkennt, in mir hochholt, war auch schon in mir drin. Ja, er legt nur seine Finger in eine Wunde meiner Kleinheit, meiner Schuld. Ja, wenn einer mit Schuldgefühlen rumläuft und bekommt dann so einen Anschiss und sagt, das haben Sie wieder falsch gemacht, ja, dann treffen Sie da ins Nest, auf Deutsch gesagt, um ein Beispiel zu bringen. Und dann wird er sich bewusst, so viel Schuldgefühl und so viel Wut und so viel Kleinheit und so viel Ohnmacht ist in mir gespeichert, schon seit Jahrzehnten. Und dieses Ereignis oder dieser Mensch bringt es in mir hoch. Und das ist ein Perspektivwechsel, wenn ich sage, ach, dieser Nachbar, mit dem ich mich jeden Tag aufrege, dieser Arsch von Chef, diese blöde Kollegin, die mich da mobbt, das sollen Engel sein und keine Arsch. Ja. Ja, das ist ein Weltbildveränderung. Ja. Und damit besteht aber ein Erkenntnisprozess, dass ich sage, aha, wenn ich das also in Zukunft nicht mehr erleben möchte, dann darf ich zu mir hinschauen und zu dem in mir, der in der Wut, in der Kleinheit, in der Ohnmacht, der das gelernt hat, zu erzeugen. Und da sind wir wieder bei der Liebe. Und dann darf ich mein Herz öffnen für zum Beispiel das kleine Kind in mir, das mit so einem Kleinheitsbewusstsein durch die Welt läuft. Und da geschieht die Veränderung. Das ist die Ebene, wo etwas in mir verändern kann, was dann meine Ausstrahlung ändert und auch die Reaktion meiner Umwelt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ansonsten bleiben wir beim Ausgrenzen, beim an die Wand nageln und verurteilen. Es gibt ja auch so ein schönes Zitat von Ihnen. Alle deine Probleme entstehen durch dein Nein. Das heißt, jetzt geht es einfach darum, wirklich hinzuschauen. Sowohl was mir begegnet, als auch was in mir ist. Menschen haben da ein bisschen Angst davor. Was hilft mir jetzt, den Mut zu finden, wirklich trotzdem hinzuschauen? Ja, lass uns noch mal zu dem Nein kommen. Gern. Wir haben zwei Nein. Alle Probleme entstehen durch das Nein, möchte ich ergänzen, zu dem, was doch schon da ist. Oh ja, verstehe. Ja, es gibt ein Nein in der Liebe. Wenn Sie mich fragen, hier kannst du mal 1.000 Euro leihen, dann sage ich, Herr Schmelzer, danke, dass Sie fragen und nein. Das wäre ein Nein in der Liebe. Das war auch sehr freundlich ausgedrückt, aber ein klares Nein. Ja, genau, das dürfen wir lernen. Aber die größten Probleme, wir können auch darüber reden. Ja. Die größten Probleme entstehen dadurch, dass ich etwas ablehne, was doch schon da ist. Ja? Also angenommen, ich habe eine Ängste in mir und sage, ich will nicht, dass sie da sind. Dann sagen die Ängste, wir sind schon da, Entschuldigung. Ja, wenn sie Schulden haben, sage ich, ich will meine Schulden nicht. Ich sage, nein, schon Schulden, die sind schon da. Ja? Entweder dealst du mit uns oder erkennst du es erstmal an, dass wir da sind und dann kannst du eine Lösung finden. Aber einfach Nein zu sagen, ich will nicht, dass mein Partner fremd geht. Ja, ist aber schon. Ja, als Beispiel. Das ist nicht zynisch gemeint, aber er ist dann schon mit einem anderen Menschen im Bett gelegen. Und all das hat einen Grund, einen Zusammenhang. Dann heißt, ich darf neugieriger Forscher werden. Wieso geschieht mir das? Ja, und wie gehe ich dann mit der Angst, mit dem Fremdgehen, mit meiner Eifersucht, mit meinem Schmerz etc. um? Und da sind wir wieder bei meinen 4-5 Schritten der Verwandlung. Und als erstes heißt es annehmen, was jetzt da ist. Mhm. Und wenn es um Gefühle geht, heißt das Augen schließen und atmen. Du, meine Wut und meine Ohnmacht, du darfst jetzt da sein. Das ist der praktische Teil. Das ist nicht eine rein mentale Sache. Insofern produziert unser Nein zu dem, was da ist, die größten Schmerzen. Ja. Das heißt, nicht, was ein anderer tut oder nicht tut, macht mich glücklich oder unglücklich, sondern einzig und allein, wie ich darauf reagiere. Denkend, sprechend, fühlend, mich verhaltend. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Dann sage ich,
Das ist interessant. Ich empfehle jedem, wer etwas verändern will, erstmal in die Beobachterhaltung in seinem Leben zu gehen. Das, was uns auffällt, das, was mir wehtut, das, was mich überrascht. Als erstes zu sagen, ist das nicht interessant? Ja. Und nicht anfangen beim fremdgehenden Partner, das ist dann für Fortgeschrittene, ist das nicht interessant, dass mein Partner schon fremd geht? Ja. Ja. Sondern bei den kleineren Sachen. Ja. Warum ist das? Das ist kein Gag. Sondern dieser Gedanke, ist das nicht interessant, bringt mich automatisch in die Haltung des Beobachters. Der andere, der nicht beobachtet, also einen Schritt weggehen von der Story und mich mal und den Partner von der Seite anschauen. Was machen wir hier eigentlich? Ja, wenn Paare jeden Tag irgendwie Streit und Unfrieden haben. Dass sie mal beide an die Hand nehmen und sagen, Schatz, lass uns doch mal angucken, was machen wir? Wir hauen uns jeden Tag vor Schienbein. Und wer ist das? Dein kleines Mädchen und mein kleiner Junge. Wollen wir das weitermachen? Es tut uns beiden weh. Ist das nicht interessant, dass wir immer an dem Punkt, wo es um deine Mutter geht, immer wieder, ja, könnte das, was mit uns zu tun haben, können wir das klären. Das heißt, ich bekomme Abstand durch diesen Satz. Ist das nicht interessant? Mhm. Der andere, der es nicht beobachtet, sagt nur, ich finde das nur scheiße. Ich finde das nur scheiße, scheiße, scheiße. Der sitzt sozusagen im Kopf in seiner Sud drin und hat keinen Überblick. Ja, also erstmal der erste Schritt. Abstand nehmen und dann Verantwortung übernehmen, heißt, was für ein Gefühl löst es aus in mir? Und diese Zeit der Transformation, wie schon gesagt, lässt es hochkochen in Firmen? Weil viele Menschen das im Moment erleben. Ja. Weil wenn man sich da unbewusst vielleicht sogar unterstützt. Das ist ein Zusammenaufwiegen natürlich, aber die Energie möchte einfach, ist eine aufdeckende Energie. Transformationsenergie, diese Liebe, die jetzt durch die Systeme schießt, deckt schon seit Jahren viele Skandale auf. Es hat noch nie so viele Skandale in so kurzer Zeit gegeben, von WikiLeaks, Panama Leaks etc. Und auch an Veränderung, an Weiterentwicklung, an verrückten Dingen. Also das, das auch. Aber es deckt erstmal auf, da ist, was nicht in der Stimmigkeit ist. Und ich sage, das passiert nicht nur bei VW und bei ADAC und bei NSU oder wo immer, sondern es passiert bei jedem von uns. Heißt, das Leben sagt jetzt, ich rufe dir jetzt mal die Leichen aus deinem Keller. Heißt, das, was bei dir, in deiner persönlichen Biografie, in deinem Energiesystem, nicht in der Hochschwingung der Liebe, Wertschätzung, Akzeptanz, des Gewürdigtseins ist, was Vergangenheit angeht zum Beispiel, das zeige ich dir jetzt mal am Tablett. Das heißt, die Leichen, unsere persönlichen Leichen, kommen jetzt aus dem Keller. Das Thema mit der Schwiegermutter von vor 20 Jahren kommt jetzt nochmal hoch. Das Thema mit meinem Zwillingsbruder, der immer bevorzugt worden ist, kommt jetzt nochmal hoch. Ein Beispiel eines anderen Menschen, der wieder bevorzugt wird in der Firma, zum Beispiel befördert wird. Das heißt, alles, was nicht im Frieden ist, wird uns am Tablett serviert mit der Bitte, mach jetzt Frieden. Mach reinen Tisch mit deinem Leben. Und dann kommst du in dieser neuen Zeit, die eine Zeit der Liebe ist, wo nichts, was nicht in der Liebe ist, mehr funktionieren wird, kommst du klar. Ist dein Körper gesund? Lebst du ein erfülltes Leben? Mhm. Das ist also ein revolutionärer Prozess, der nach vielen, vielen tausend Jahren jetzt auf der Erde passiert, eine neue Menschheitsgeschichte einläutet. Werden viele sagen, der hat einen Schuss ab. Dürfen sie sagen, wir werden es sehen, wir werden es alle erleben. Also ich sag mal, mein Herz sagt, cool, fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Noch ein schönes Zitat von Ihnen, ohne deine Vergangenheit bist du frei. Denn wenn ich meine Vergangenheit wirklich angesehen habe, wirklich in Frieden gekommen bin, kann ich sie loslassen. Genauer, sie lässt mich dann los. Ja, dieses Loslassen ist so ein altes Thema, lass doch deine Vergangenheit los. Ich sage, wenn ich Frieden mache mit den Schlüsselpersonen meiner Vergangenheit und mir, was ich damals gemacht habe, dann entsteht Frieden, dann lässt sie dich los. Das Zitat stammt übrigens nicht von mir, sondern aus dem Kurs in Wundern. Schöner Gedanke. Also wir leben in Zeiten des Wandels, wohl auch tatsächlich global. Jetzt haben ja viele Esoteriker erwartet, dass im Jahre 2012 sich alles wandelt und wir alle in die fünfte Dimension aufsteigen. Ja. Das ist ja so nicht passiert. Ja. Trotzdem tut sich viel. Gibt es da sozusagen aus anderen Quellen Bestätigungen, dass sozusagen die Energie sich verändert hat, auch auf der Erde? Ja, erstmal zu dem, warum das 2012 nicht geschehen ist, Geist die Welt sagt, die kritische Masse war dort nicht. Das heißt, eine Entscheidung des Massenbewusstseins, dass das noch nicht bereit war, diesen Autobahnweg des Aufstiegs zu gehen. Und dieses, nennt es so, wir gehen jetzt den Panoramaweg, sozusagen die Landstraße. Ja, das heißt nicht, ist ja vielleicht auch sicherer und besser. Man das werden wir sehen. Sie dauert etwas länger, sie geht nicht so steil, aber sie kann genauso anspruchsvoll sein. Das heißt, kein Mensch wird jetzt ausgenommen von seiner persönlichen Klärungsprozess. Heißt, jeder wird draufgestoßen und sagt, bitte übernimm deine Verantwortung für deine Themen, mit denen du nicht im Frieden bist. Mhm. Aber fühlt sich wie so ein Muss an. Muss ich das jetzt unbedingt machen oder kann ich mir nicht, wenn ich möchte, noch ein bisschen weiter unbewusst Zeit lassen, um es mal so lustig zu formulieren?
Gerne sagt das Leben, wenn du bereit bist, den Schmerz auszuhalten, der da auftaucht. Ja. Denn Energiemangel heißt letztlich Schmerz. Mhm. Wenn ich mit mir, wenn Sie mit dem Thomas von, ich sag mal, Ihrer Vergangenheit oder nur einem Kapitel, sagen wir 5 bis 10 Jahre Ihrer Vergangenheit oder mit Ihrer Kindheit nicht im Frieden sind, dann sorgt das Leben jetzt dafür, dass das stärker spürbar wird. Mhm. Sei es mit Stellvertreterpersonen, also es drängt uns quasi, das zu klären. Am Anfang steht dann auf der Schmerz oder die Enttäuschung ein neues Verlusterlebnis, aber das soll mir Anlass sein, bei mir zu gucken und sagen, wie habe ich denn das schon wieder in die Welt gerufen? Und das könnte eben mein kleiner Robert gewesen sein, Ihr kleiner Thomas, der sagt, ja, ich komme da immer zu kurz. Also ein Denkmuster, ein Glaubensmuster, ein verbunden mit dem Schmerz, das zu kurz gekommen sein, das enttäuscht für uns sein, das möchte jetzt geheilt werden. Das heißt, diese Transformationszeit sagt, Jungs, Mädels, guckt euch eure Wunden an, guckt euch eure Mangelzustände an, guckt euch alles an, was nicht in der Stimmigkeit ist und räumt auf. Öffnet euer Herz für die Liebe zu euch, für die Liebe zum Leben, für die Liebe zu euren Mitmenschen. Denn das haben wir nicht in der Tradition. Wir lieben uns in der Regel nicht. Wir lieben vielleicht den Partner so ein bisschen, solange er treu ist. Aber das Bewusstsein, dass wir alle liebenswerte Menschen sind, aus der Liebe geboren, dass wir alle Herzmenschen sind von Natur und dass es sogar das Vernünftigste der Welt ist, unsere Mitmenschen zu lieben, mit denen wir arbeiten, mit denen wir leben, aber der Nachbarschaft, ja, das sackt langsam in das Bewusstsein vieler Menschen, dass das einfach unglaubliche Energie und Zeitverschwendung ist, uns gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Mhm. Aber trotzdem, ich frage noch mal so ein bisschen nach, weil mich das wirklich interessiert. Wir Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja viele Menschen, vielleicht jüngere Seelen, wenn man jetzt den Reinkarnationsgedanken dazu nimmt, die vielleicht noch gar nicht auf der Stufe sind, wieder in die Liebe zu kommen, die vielleicht sogar in diesem Leben bewusst einfach mal lernen wollen zu kämpfen. Mhm. Also sehen Sie das anders? Ich sehe das bei sehr vielen jungen Menschen, ob das jetzt in den 20ern sind, dass das so reife Früchtchen sind, die sagen, die kommen zu mir jetzt auch in den Vorträgen und sagen, was macht ihr denn hier schon? Und dann zu Gruppen von Frauen, auch 5, 6, 7 Frauen in den 20ern, sagen, was macht ihr denn hier schon? Ich sage, wir sind doch nicht blöd. Wir warten noch nicht bis 50. Mhm. Ja? Das sind sehr aufgemeckte, auch junge Männer, die sagen, die sind einfach reifer. Mhm. Das sind andere Seelen, die schon seit 20, 30 Jahren hier auf die Erde kommen. Das sind reifere Seelen, die sagen, ich weiß, warum ich herkomme. Und denen sie das auch in den 20er Jahren schon anmerken. Die müssen nicht erst durch die ganze Scheiße gehen, bis sie mit 50 oder mit 40 einen Burnout haben. Schön. Das wird sehr, sehr positiv und ich freue mich darüber. Gerade spannend. Die jungen Menschen, ich sehe es auch auf Facebook, wie viele junge Leute das in 20ern Fragen stellen, die sie früher mit 45 gestellt haben. Ja. Sehr schön ist das zu sehen. Also ich bin da sehr optimistisch und ich lade jeden ein, optimistisch zu sein und das nicht als Katastrophe zu sehen. Wenn Altes zusammenbricht, dann ist das erstmal mit Enttäuschung oder mit Verwunderung, geht das einher. Mhm. Aber wenn wir hinschauen, das Alte hat uns gedient. Alles, was wir im Leben gehabt haben. Ob unsere Mitmenschen, die uns begleitet haben. Ein Entwicklungsprozess. Ja. Alles, das will gewürdigt werden. Ich sage, Sie haben Vergangenheit zitiert. Sie sagt, was vergangen ist, Vergangenheit ist das, was wurde. Und das, was wurde, wünscht sich Würdigung. Mhm. Und wenn wir das würdigen, egal die schwierige erste Ehe, die schwierige Phase in dieser Firma, dann wird das rund. Das heißt, nichts, was Sie erlebt haben in Ihrem Leben, ist umsonst. Alles, jedes Kapitel, auch das Schmerzhafte, das hat seinen Sinn. Und das ist eine Haltung des Friedens. Und erst wenn wir mit dieser Vergangenheit rund werden, in Frieden kommen, es würdigen, können wir eine neue friedliche Zukunft, individuell auch gesellschaftlich, begreifen. Deswegen heißt es jetzt, einen Schnitt zu machen, bis eine Rundung hinzukriegen, das Alte friedlich, vergebend, würdigend abzuschließen. Und darauf freue ich mich. Ja. Es wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren, werden wir deutlich sehen, in den nächsten 10 Jahren schon, was hier passiert an Bewusstseinsveränderung. Es ist ein Bewusstseinssprung in Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf Erfolg, in Bezug auf Gesundheit, Krankheit, in Bezug auf ein Miteinander in Firmen, in den Parteien. Es wird nicht eine Partei, die sagt, wir haben die Fahne der Erleuchtung, sondern es geht durch alle Parteien. Es wird die Menschen, die ihr Herz öffnen, ob das in dieser oder jener Partei ist, das wird die Partei der Liebe sein. Wunderschön. Ich mache mit. Bravo, freue mich. Vielleicht nochmal nachgefragt, wenn ein Mensch sich das anhört und sagt, wow, ich will da auch, ich will mich transformieren, ich will mich verändern, ich will da mitmachen. Vielleicht so ganz kurz, wir haben ja schon einiges aufgezählt und genannt, welche Tools können den Menschen helfen, Schritte zu wagen? Er wird nur dann motiviert sein, wenn ihn irgendetwas stört. Also ich habe selten einen gelebt, der sagt, ich habe da von der Transformationszeit gehört, kann ich da mitmachen? Ja, sehr interessant. Ne? So, ja, nee, das ist zu wenig. Okay, ja. Ja, es ist die Motivation geschieht durch Schmerz. Ja. In aller Regel. Da, wo mir etwas wehtut, wo ich mir eine Veränderung wünsche, weil das, was ich jetzt habe, nicht mag.
weil ich enttäuscht bin, weil mir etwas fehlt. Ich möchte den Menschen aber die Frage, was fehlt dir zu einem erfüllten, glücklichen, täglichen Bewusstsein in der Arbeit, im Privaten? Und da anfangen, ehrlich zu werden zu sich selbst. Ich habe mal ein Kartenset gemacht, die 50 wichtigsten Fragen des Lebens. Ja? Und ich lade jeden einmal am Wochenende eine Frage noch rauszunehmen, sich eine Stunde lang hinzusetzen mit Laptop oder so und zu beantworten. Die Menschen, die meisten, beantworten sich nicht die wichtigsten Fragen. Und darum müssen sie erst hinkommen, in einen Unfall, in eine Krankheit, flachgelegt werden, bis sie dann in der Reha liegen und sagen, was lebe ich hier eigentlich? Ja? Also nach 4 Jahrzehnten Leben oft erst die erste wichtige Frage stellt, wozu stehe ich morgens eigentlich auf? Und das ist, ja, man könnte sagen, das ist eine ziemliche Zeitverschwendung. Mhm. Aber freiwillig tun das die wenigsten. Ja, das, Transformation ist kein Hobby für irgendwelche spirituell interessierte Menschen. Es ist einfach ein Muss. Einfach ein Ruf, der einen ereilt, wenn es nicht mehr anders geht. Und kann man so sagen. Ja, da, wo sich etwas reibt. Wo mein Partner auf einmal nicht mehr da ist, mein Partner ist, wo es 20 Jahre schön war in meinem Beruf und auf einmal wechselt der Chef, die Firma fusioniert, kommen Leute rein und ach du Scheiße, das ist ja eine andere Firma. Ja? Und das rüttelt mich. Denn der Mensch möchte keine Veränderung. Wir haben hier große Angst vor Veränderung. Das liegt auch an dem Kind in uns, das wollte auch stabile Situationen. Aber die meisten haben Angst vor Veränderung, weil sie sagen, dann wird es noch schlechter oder ich weiß nicht, was dann kommt. So halten wir an Altem fest. Und dieses Festhalten an unstimmigen Dingen, an Scheinsicherheiten, an einer Partnerschaft, die schon leer ist, an einem Job, der keine Freude macht, an einer Wohnung, die nicht stimmt. Ja? Hauptsache, ich habe etwas Scheinsicheres im... Dieses geht nicht mehr. Das bricht weg. Und darum empfehle ich jedem, deinen wirklichen Halt findest du nicht im Festhalten, Durchhalten, Kämpfen, Aushalten, sondern im Innehalt. Im Dasein bei dir, Augen schließen und nach innen gehen, weil wir erschaffen die äußere Wirklichkeit durch unsere Innenwirklichkeit. Das hier ist unsere Innenwelt, unser feinstofflicher Energiekörper. Und um den darf sich jeder kümmern, was Gedanken angeht, Wahrheit, Unwahrheit, was Gefühle angeht, bewusst fühlen und fließen, was das Herz angeht, in Stimmigkeit bringen und was den Körper angeht, der ein wunderbarer Diener ist und der unterstützt und verstanden wird. Mhm. Sehr, sehr schön. Da haben wir genug mit zu tun. Ja. Absolut. Also so raus aus der vermeintlichen Sicherheit der alten Strukturen, der Mitmenschen, unseres Verstandes, hin in eine Sicherheit in unserem Herzen zu ruhen, vielleicht so ganz idealistisch gesagt. Eine innere Sicherheit zu finden. Das heißt, wer bist du, frage ich, wenn die Scheinsicherheiten im Außen wegbrechen, deine Firma pleite geht, deine Gesundheit im Arsch geht, dein Partner weg ist, wer bleibst du dann? Wer bist du dann? Das ist eine entscheidende Frage. Wer bin ich dann? Habe ich mich? Habe ich einen Kontakt, eine innere Liebesbeziehung zu mir? Kann ich mich auf mich innerlich verlassen? Oder habe ich mich da festgehalten und liege erstmal da und sage, boah, ich weiß nicht mehr weiter, wo ist der Strick? Ja, das ist eine Testfrage. Wer bin ich, wenn die alle das, worauf ich mich gut dran gewöhnt habe, wenn die Kinder aus dem Haus sind, da haben sie es nämlich oft, die Kinder aus dem Haus sind mit 18, 19, bricht die Frau oft zusammen. Weil sie sagt, ich war doch so wichtig, die rufen noch niemals an. Ja? Und wenn die Arbeit beim Mann weggeht, der sich erschöpft hat und erfüllt hat, das hat mir Spaß gemacht und nicht gemerkt hat, dass er die Arbeit braucht. Dass er die Arbeit benutzt, um etwas zu haben im Leben. Und wenn sie mit 60 oder 65 wegfällt, ja, ich sage, so viel Vogelhäuschen kannst du gar nicht bauen in der Rente, um diese Erfüllung zu haben. Ja? Das heißt, der verliert seinen Halt. 70-80% der Männer verlieren in der Rente ihren Halt. Besonders die, die vorher nicht etwas mindestens Gleichwertiges hatten, die ihre Partnerschaft gepflegt haben, die ihre Männerfreundschaften gepflegt haben, nicht nur beim Angeln, ja, aber sondern wo sagt, da ist Gehalt drin in meinem Leben, nicht nur in meiner Wirtschaftsbeziehung, in der Firma oder als Selbstständiger, als Arzt. Darum sterben so viele Männer oder werden krank in den ersten 5 Jahren ihrer Rentendaseins. Ja. Trotzdem, für eine Transformation ist man nie alt genug. Ich habe 80-Jährige, ich habe 3 über 80-Jährige Damen, kann mich gut erinnern, und alle 3 fast unisono sagten, also Robert, bis 80 ging es mir ziemlich scheiße. Und dann habe ich deine CDs gehört und mir geht's gut. Ja? Allein durch den Perspektivwechsel, jetzt weiß ich, wieso das kam. Ach, dann kann ich das auch ändern. Ne? Das wichtige Danke ist, viele stören sich daran, wenn ich sage, du hast ja die Scheiße selber erschaffen. Natürlich unbewusst. Aber der positive Gedanke ist auch, wenn ich selber gemacht habe und nicht mein Vater, meine Schwiegervater oder mein Chef, wenn ich es selber gemacht habe, dann kann ich es auch selber verändern. Mhm. Ansonsten habe ich nicht die Macht. Werde ich langsam zum bewussten Schöpfer. Sozusagen. Ja, und ich habe das Mittel. Ja? Ja. Was ich so hingekriegt habe, kann ich auch so hinkriegen. Aber wenn es ein anderer war, wenn es die Gesellschaft war, der Ex-Chef, dann oder der Vater,
dann ist die Macht bei ihm und nicht bei mir. Schön. Ja? Das öffnet den Weg zu einer Veränderung, zu Handlungsfähigkeit. Mhm. Mhm. Wunderbar. Jetzt nochmal global gesehen, jetzt sind wir gerade in krisenhaften Zeiten, aber das ist ja nur eine Sichtweise. Wenn wir die mal überwunden haben, 10 Jahre später, was sind die neuen Werte? Wie sieht ein neues Zusammenleben aus, auf das wir uns freuen können, auf das wir jetzt schon hinsteuern können? Nur Dinge, die mit der Wahrheit des Herzens übereinstimmen. Das heißt, hohe Wertschätzung für die Andersartigkeit des anderen. Wir haben hier auf der Erde das Prinzip der Vielfalt. Wir haben verschiedene Rassen. Jeder Mensch, wir haben es eben betont, ist einzigartig. Verschiedene Religionen, verschiedene Glaubensdinge. Aber die Wertschätzung, dass der andere, ob er jetzt an Allah glaubt oder an wen immer glaubt, dass das wertgeschätzt wird. Und dass das keine Angst mehr auslöst. Und wenn es Angst in mir auslöst, das Fremde, dann darf ich bei mir schauen. Das hat mit dem Fremden nichts zu tun, der es auslöst, sondern bei mir. Das heißt, große, hohe Wertschätzung, Würdigung des Andersartigen. Dann in Firmen und Organisationen nur das, was wirklich übereinstimmt mit Prinzipien der Liebe. Der Freude heißt, was nicht in der Freude ist, wird keinen Gehalt mehr haben. Wird der Einzelne seine Energie verlieren. Die Firma, in der das Ausmaß an Freude und Liebe und Wertschätzung einen bestimmten Pegel unterschreitet, wird kaputt gehen. Das heißt, jede Firma darf sich heute schon fragen, wie viel Freude ist bei uns? Gehen Sie mal als Vorstandsvorsitz durch die Gänge, riechen, wie viel Freude da ist. Und wenn Sie sagen, das sind ja alles hier beschissene Gesichter hier, dann ist Ihre Firma in Gefahr, sage ich. Ja. Ja, also mit einfach die Schraube andrehen, wir wollen noch mehr und wollen noch perfektionistischer hier rausholen, etwas aus unseren Leuten. Das ist eine Firma, die morgen nicht mehr existiert. Und ich freue mich nicht darauf, dass Firmen kaputt gehen, aber ich bin neugierig und sehr viele Vorstände sind schon sehr neugierig, auch wenn sie es nicht so laut sagen, was kommt da? Ja, das ist kein esoterisches Seitenwinkeldenken, sondern viele spüren, riechen geradezu. Sie nennen sogar in ihren großen Firmen, bei sehr großen Kapitalgesellschaften, nennen sie sogar permanente Transformation. Der Name ist schon da. Sie verstehen nur noch was anderes. Das Wording hat sich schon geändert. Das Transformation ist schon sehr akzeptiert, aber sie begreifen in den nächsten Monaten und Jahren, was wirklich dahinter steckt. Und ich wünsche keinen, dass er davon überrascht wird und überrollt wird. Mit dem Motto, das hätte ich ja nie gedacht. Darum sagen nicht nur ich, viele andere sprechen von den Auswirkungen der Transformation. Mhm. Hier wird keiner bestraft werden, sondern es ist eine Korrekturzeit. Hier wird vieles, das was nicht stimmig ist, nicht mit der Wahrheit des Herzens übereinstimmt, korrigiert. Und jeder von uns wird aufgefordert, es selber zu tun. Aus unstimmigen Verhältnissen rauszugehen, sein Herz zu öffnen und das zu tun, wofür wir herkamen, nämlich zu lieben auf, ich sag mal, auf Gott komm raus. Heißt, das zu lieben, was ich bisher nicht geliebt habe. Das ist unser Job. Denn ich bin überzeugt, wenn wir beide oder immer am Ende aus dem Körper gehen, wird für mich eine der wichtigsten Fragen sein, wie viel, wie sehr und wie tief habe ich in meinem Leben geliebt. Alles andere, Wertpapiere, Jobs, Titel, können Sie vergessen. Das wird die Frage sein. Vielen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ja, meine Damen und Herren, sind Sie mittendrin statt nur dabei in Zeiten des Wandels. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne, haben Freude gemacht. Mir auch, ganz toll. Und das waren sogar 3 Gespräche, die können sich alle hintereinander anschauen. Eine schöne Wandlung. Es geht um Erfolg im ersten Gespräch, im zweiten um die Transformation des Einzelnen, jetzt ein bisschen Transformation der Gesellschaft. Es gibt natürlich diese großartigen Bücher und noch viel mehr von Robert Beetz. Im August gibt es dann Jetzt reicht's mir, aber genau. Dein Weg durch Ärger und Wut zum Frieden mit dir und den anderen. Wunderbar, und das hilft auch bei der Transformation. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Vielleicht bis bald.